Es geht um Ruhm. Es geht um Ehre. Es geht um 1 Million Euro. Was würdet ihr denn so mit 1 Million machen? Gute Frage. Vermutlich ein Haus bauen und von dem Rest einen Urlaub machen. Da kann ich mich nur anschließen. Ja, mir, glaube ich, ein schickes Auto kaufen. Ich würde mir ein Pferd kaufen. Tolles Auto. Und noch ein nettes Pferd dazu. Und Pferd. Ja. So. Und dann ist weg. Genau. Vielleicht noch eine Rolex dazu. Eine Rolex, die bekommt der Gewinner des Rolex Grand Prix ohnehin. Die Tribüne bis auf den letzten Platz besetzt. Die besten 40 Springreiter haben sich qualifiziert für die prestigeträchtigste Springprüfung der Welt. Mit Maurice Tebbel, Markus Ening und Philipp Weishaupt, 3 Deutsche fehlerfrei im ersten Umlauf. Runde 2. Markus Ening, 1. Deutscher. Und der Routinier behält die Nerven. Die 0 steht. Anders Philipp Weishaupt. Er patzt. Der Traum ist aus. Ich kann nicht jedes Jahr gewinnen. Und natürlich bin ich im Moment ein bisschen enttäuscht. Aber ja, so ist der Sport. Letzter Starter im zweiten Umlauf. Maurice Tebbel. Er fliegt durch den Parcours. Bis zum letzten Sprung. Dort landet er unsanft auf dem Boden der Tatsachen. 4 Fehler. Damit 5 Paare im Stechen. Alle Hoffnung jetzt auf Markus Ening und Prêt-à-tout. Pedro Vennis schafft im Stechen als Erster eine Nullrunde in 41,62 Sekunden. Jetzt muss Markus Ening zeigen, ob er wirklich so starke Nerven hat. Der Routinier ist schneller, 38,34 Sekunden. Unfassbar. Nur eine Starterin kann Markus Ening noch um den Sieg bringen, Luciana Diniz. 40,96 Sekunden, die Zeit reicht nicht. Markus Ening gewinnt den Rolex Grand Prix, den großen Preis von Aachen. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. War ein unglaublicher Tag heute und wie er das abgespult hat über die 3 Runden, ich bin immer noch total geflasht. Triumphiert Markus Ening in 3 Rolex Grand Prix in Folge, gewinnt er den Rolex Grand Slam und damit zusätzlich zum Preisgeld einen Bonus von 1 Million Euro. Aber erst einmal feiert ihn das Aachener Publikum und verabschiedet sich standesgemäß vom CHIO Aachen 2018.